Ich sehe den Beklagten nicht, Mr. Shaw. Ich bin sicher, wir können einen auftreiben. Hier wimmelt's nur so davon. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt, aber vielleicht bringt eine Strafe wegen Missachtung den Fall voran. Euer Ehren, vielleicht hat Ihre Schimpftirade noch einen Moment Zeit. Könnten wir uns vielleicht erst um eine kurze zeremonielle Angelegenheit kümmern? Ihre Mutter war bereits sehr geduldig. Wie war das bitte? Ist diese reizende Dame etwa nicht Ihre Mutter? Mutter? Was machst du in meinem Gerichtssaal? Ich habe mir erlaubt, Ihre Frau Mutter zu dieser längst überfälligen Präsentation einzuladen. Und ich fühle mich geehrt, an dieser Stelle diese Auszeichnung im Namen der gesamten Anwaltskammer und des Subkomitees für außerordentliche richterliche Leistungen an den ehrenwerten Clark Brown, Richter, Gelehrter, Humanist, zu überreichen. Darf ich vortreten? Sie dürfen nicht. Ich wage es dennoch. Meine herzlichsten Glückwünsche. Ich nehme an, das ist Ihre miserable Handschrift. Als Verteidigung kann ich nur vorbringen, ich habe es während der Autofahrt geschrieben. Und jetzt glauben Sie wohl, diese miese kleine Auszeichnung würde mich weichkochen. Die Urkunde ist für Ihre Mutter, Richter. Und was meinen Fall betrifft, sage ich Ihnen ganz ehrlich, Sie können mich wegen Missachtung bestrafen, meinen Mandanten ins Gefängnis schicken, sich viele weitere ausgeklügelte, unendliche, erniedrigendere Urteile ausdenken. Aber unglücklicherweise kann keine Ihrer Handlungen jemals den zerstörerischen und entmannenden Einfluss Ihrer Mutter wettmachen. Ich muss gestehen, ich verspürte schon nach 20 Minuten in Ihrer Gegenwart den unwiderstehlichen Drang, ihr den dürren Hals umzudrehen. Offensichtlich dienen Ihre komplexen Probleme mit Ödipus, Esther oder sonst wem nur dazu, Ihr unstillbares Verlangen nach Bestrafung und Demütigung anderer zu verstärken. Das kann ich vollkommen verstehen, aber Sie sind viel klüger als Ihre Mutter. Sie sind stärker als Ihre Mutter. Zeigen Sie der alten Streitaxt, dass man mächtig, aber trotzdem fair und gerecht sein kann. Mein Mandant Walter Mack hat genug gelitten. Lassen Sie ihn sein Mietshaus reparieren und sein Leben weiterleben. Und das sollten Sie auch tun. Sie sind ein Richter und Sie haben die Macht dazu. Gehen Sie sofort zurück an Ihren Platz. Ja, Sir. Sie haben meine direkte Order des Gerichts missachtet. Ich erwarte einen handgeschriebenen Entschuldigungsbrief, und zwar noch heute. Was den Beklagten betrifft, so hat er alle Reparaturen, wie in der Klage aufgelistet, durchzuführen. Innerhalb einer Woche. Wenn das geschehen ist, bis ins letzte Detail, hat er keine weiteren Maßnahmen zu befürchten. Ich danke, Sir. Sie können sich entfernen. Der nächste Fall.